Wachstum. Es ist das prägende Element des Menschen im 21. Jahrhundert. Unsere Wirtschaft, die Medizin, die Technik machen gewaltige Schritte nach vorn. Der Markt wird immer größer, wir sind darauf geeicht zu konsumieren. In den vergangenen Jahrzehnten sind die absoluten Bevölkerungszahlen potenziell unkontrollierbar angestiegen. Wir werden immer mehr, wir brauchen immer mehr. Die Ressourcen sind erschöpft. Alles ist dicht an dicht gedrängt, doch die Nähe zueinander, zur Natur schwindet immer mehr. Wir bauen, wir essen, wir sind unterwegs, und zwar schnell. Aus diesen Gründen arbeiten wir vom Institut für innovative Nutztierforschung an einer revolutionären Art, unseren Nahrungsbedarf befriedigen zu können, vollkommen klima- und umweltschonend. Dieses neue Programm nenne ich Taurus. Mein Name ist Dr. Bock, mit CK am Ende. Ich bin der Leiter dieser Forschungseinrichtung. Seit nunmehr 5 Jahren beschäftigt sich unser Institut mit der Anatomie, der Züchtung, der Fütterung und der Verarbeitung von Nutztieren. Und natürlich mit der Frage, wie wir die Produktion noch effizienter gestalten können, um den aktuellen Bedarf an Fleisch befriedigen zu können. Das ist Maurice. Er macht hier ein Praktikum für sein Studium. Biochemie, glaube ich, ne? Wir selber sind nicht direkt an der Fleischherstellung beteiligt. Vielmehr ist es das Ziel, das Rind als solches zu revolutionieren. Heißt, mit einem Rind mehr Fleisch, mehr Milch, mehr Fell generieren zu können als bisher möglich. Dabei sind die Fütterungsmethoden unseren Berechnungen nach an die Grenzen gestoßen. Wir mussten uns neu orientieren, das Rind als solches hinterfragen. Diese Forschungsreihe nennen wir Taurus. Wir sind ein kleines Institut, allerdings mit viel Unterstützung aus der Industrie. Das hier ist nun unser Forschungslabor. Das ist ja auch unser anderer Praktikant. Ich glaube, er heißt ebenfalls Maurice. Durch neue Fortschritte in der Genforschung war uns schnell klar, welcher Schritt der nächste sein sollte. Wir mussten das Genmaterial einer Kuh so ändern, dass sie schneller wächst, sie viel größer wird und man so mit weniger Platz und auch weniger Produktionsmittel viel kostengünstiger Fleisch produzieren kann und mehr Milch gewinnen kann. Schon im Frühstadium der embryonalen Entwicklung wird durch ein mikrochemisches Verfahren der Genpool nach unseren Vorstellungen derart abgeändert, dass die Erträge um ein Vielfaches gesteigert werden können. Der Prozess funktioniert folgendermaßen. Das junge Vieh bekommt unser Mittel direkt in die Blutbahnen injiziert. Das Serum setzt sich nun im Gehirn fest und kontrolliert die Ausschüttung der Hormone im Hypothalamus und der Hypophyse. Durch unser verändertes Genmaterial ist dieser Prozess nun so einfach möglich. Ja, wir switchen viel zwischen Labor und Feld hin und her, da wir sehr ehrgeizig sind und jede Neuerung aus erster Nähe betrachten möchten. Beispielsweise bei der Milchabgabe der Kühe. Wir haben es schon geschafft, dass ein Tier fast doppelt so viel Milch geben kann als zuvor. Die Ergebnisse sprechen für sich, auch im Geschmack. Mein Name ist Astor von Zesen. Ich bin Reporter der Sehr Allgemeinen Zeitung. Seit einiger Zeit betrachten wir das Taurus-Projekt sehr skeptisch. Und nicht nur wir als Journalisten. Die Vorsitzende der lokalen Klimarettungsgruppe, Frau Smirnova, hat schon lange den Verdacht, dass die Kühe des Taurus-Programms um ein Vielfaches klimaschädlicher sind als normale Rinder. Diese riesig gewachsenen Tiere geben, kurz gesagt, einen scheißgroßen Haufen Methan ab. Wir arbeiten tagtäglich strebsam an einer verbesserten Version. Doch was Frau Smirnova da sagt, ist überhaupt nicht stichhaltig. Die ganzen Behauptungen, was, wie viel und welche tatsächlichen Auswirkungen von unserem Taurus ausgehen, sind im höchsten Maße uneindeutig. Die ganze Klimaproblematik ist doch sowieso nur statistischer Nonsens. Eine Statistik oder dergleichen sollte doch nicht den Fortschritt aufhalten, oder? Das ist doch einfach alles nur eine Prognose. Gut. Ja, solange ich meinen Nexus vor der Tür stehen habe. Wir hören uns das später, ne? Auf Wiederhören. Wir konnten einige Unterlagen beschaffen, die allerdings nur wenig Aufschluss über die Konsequenzen der Handlung des IIN geben.
Ein Dokument des Bundes. Eigenartigerweise geschwärzt, gab nur bedingt Auskunft über genaue Zahlen. Genau genommen die der Treibhausgase. Naja, jedoch hat man daraufhin, nach unseren Informationen, dem Taurus-Programm kurzzeitig... Naja, kurz gesagt, man hat dem verdammten Drecksladen die Stecker gezogen. Ja, das war ein kurzer Rückschritt, aber verkraftbar. Wir bekommen mittlerweile Hilfe von... wir versuchen auf jeden Fall, das Problem in den Griff zu bekommen. Was machen Sie jetzt genau anders? Danke, Maurice. Wir befinden uns hier direkt beim Tier. Das ist sozusagen das Hauptquartier unseres Taurus-Projektes. Momentan befinden wir uns mitten in der Version 2.4. Wir haben noch nicht das Maximum erreicht und an der Klimaverträglichkeit arbeiten wir auch noch. Woran genau arbeiten Sie da? Beispielsweise verwenden wir neuerdings nur recycelbare Wattestäbchen. Auch die AUA, die Allianz unabhängig. Danke, Maurice. Auch die AUA, die Allianz unabhängiger Agrarbauern, interessiert sich neuerdings für die Praktiken des IIN. Nur ein einziges Dokument gibt Auskunft über den eigentlichen Zweck und auch über dessen Gefährlichkeit. Auch dass 18% aller Treibhausgase aus der Massentierhaltung kommen, ist immer noch schwerwiegend und belastet die Umwelt. Kurzum, diesen verfluchten Eierdieben geht's doch nur um die Kohle. Nun ja, diese Zahl 18% ist mir bekannt, aber sie ist uralt, von 2006. Über die Zahlen heute weiß man absolut nichts. Man weiß überhaupt nicht, wie die Zahlen heute sind. Und außerdem produziert jede unserer Kühe mehr Fleisch und mehr Milch. Punkt. Unsere Kühe haben lediglich einen etwas höheren... Kurz gesagt, wir sind uns bewusst, was für eine Verantwortung wir tragen. Maurice! Mann, 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 Mann! Hättest du die Hindenburg damals gelandet, die würde heute noch in Flammen stehen. Das sage ich dir. Herr Dr. Bock, was ist denn gerade das Problem gewesen? Ja, der Maurice vergisst immer seinen Mundschutz, aber so nah an den Kühen ist das nun mal Vorschrift. Hat das was mit dem Methan zu tun? Nein, selbstverständlich nicht. Warum fragen Sie mich das denn? Ich kann generell nicht verstehen, warum Menschen immer uns wegen so ein bisschen Methan diffamieren. Ich wollte auch nur das Beste für die Kühe. Und für unsere Geschäftspartner in der Industrie natürlich. Dr. Bock ist ein intelligenter Mann, aber komplett rücksichtslos. Damit meine ich, seine Methoden sind vollkommen fragwürdig und schaden uns mehr, als sie uns helfen würden. Taurus 2.4 kann einfach nicht die Antwort auf unsere aufkommenden klimatischen Probleme sein. Was kann denn eine Lösung sein? Wir nehmen alles sehr genau. Unsere Forschungskühe liegen uns sehr am Herzen. Und was ist eigentlich falsch daran, das Beste aus dem zu gewinnen, was man hat? Was ist falsch, das Beste für den Menschen zu wollen? Wer leidet denn bitte an zu viel Fleisch?